So, willkommen zur nächsten Folge. Wir sind hier in so einem Raum, im Lagerraum, irgendwo und haben diesen Eimer gefunden und brauchen jetzt Wasser. Soweit ich das verstanden habe. Du kannst nicht hier rein, Viech, da bin ich mir ganz sicher. Für den Fall, dass doch, verkrieche ich mich einfach mal hier hin. Da sollte ich theoretisch sicher sein. Hoffe ich, bete ich. Riskieren wir nur mal eben den Blick. Sieht gut aus. Ja, wisst ihr, was ich jetzt will? So schnell wie möglich weg hier. Raus und zurück in die Dining Hall. Warte mal, nur noch ein Teil. Das Spiel soll ich mal zwischen Englisch und Deutsch entscheiden. Lagerraum, aber Dining Hall. Weh? Egal. Ach so, vielleicht sind die Dinge, wo es denselben Namen im normalen Spiel gibt. Da gibt es ja auf Deutsch. Nur mein, also Wasser kriegen wir, denke ich mal, von dem fetten Brunnen in der Dining Hall. Warum ist der sonst da? Gut, er sieht auch schön aus, aber es ist ja nicht Dining Hall. In der tollen Halle hier. Ja, die hier. Hui. Wo bin ich? Oh, da habe ich umgedreht. Beeindruckend. Ja, Wasser. Bucket. Du. Vierte Bucket. Boah, das war jetzt ein krasses Rätsel, ganz ehrlich. Das war jetzt das. Oh, also der war sick. So. Nachdem ich wieder mal scheiße geredet habe, gehen wir zurück. Yeah! Ich brauche ja keinen Schlüssel mehr. Ich Vollidiot. Tische! Auf den Tischen laufen. Ja, mache ich bei uns daheim auch immer. Mhm. Ja. Klar. Was? Warum ich es dann im Spiel auch mache? Macht Spaß? Was? Nein? Warum? Ach so, du wolltest fragen, warum ich es im echten Leben auch mache, wenn ich es doch im Spiel kann. Das wolltest du fragen. Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich... Also... Ihr seht, ich spiele solche Spiele, ich spiele sie blind, ich spiele sie alleine im ganz Finstern, also kann mit meinem Hirn was nicht ganz stimmen. Oder ich bin einfach nur ein Freak und das sind beides gute Begründungen, warum ich auf Tischen rumlaufe. Ja. Glaubst du nicht? Ist aber so. So. Autsch. Das Versteck ist offengelegt. Das sah geil aus. Sievers. Was heißt das? Ich kenne nur Server. Ja, ich bin ein Zocker. Und... Wassermonster? Ah nein, sieht gut aus. Oder rüberspringen. Tadam! Laboratory. Hey, da kann ich rein. Okay. Ich will eigentlich erst immer die verschlossenen Türen finden, aber wenn ich da schon mal wo drin bin, dann laufe ich da auch rum. Das ist... Blut. Blut. Wo führt's rein? Wo führt's hin? Hier. Hier führt das Blut. Also, ja. Das war eine Orgie. Massengerammel und dann Massenabgeschlachte. Dem Blut nach zu urteilen. Abarm, das sind alles Typen, oder? Ja, eine Schwulenorgie. Raus! Ich will hier nicht sein. So.
Ja, ich brabbel Müll und ist dagegen. Jeder hat seine Art, seine Nerven zu beruhigen. Ich brabbel halt Scheiße. Was tut ihr denn? Kaugummi kaum. Na, es geht, ich muss reden. Hui, da ist sogar was drin. Bin voll überrascht. Schublade ist zu Ende und hängt nicht Licht. Es werde Licht. Zu Unterboxen verschwende ich immer, weil ich davon meistens eh viel zu viel habe. Ihr schaut, ich habe immer noch 18 Stück, also... das ist so wurscht. Wenn ich jetzt hier noch... Ich könnte hier auch 18 Dinger anzünden. Ich brauche die eigentlich eh nie wirklich. Diese scheiß Ratten, letzte Flasche Mercury zerbrochen. Scheiße. I can smell a chunk of cinnabar into the mercury I need. Okay. Hot enough fire and the sofa will separate on its own. Okay. There should be some silver in the mine. Ejected to the chemical storage room. Okay. So, ich will noch mal anschauen, was war das hier eigentlich für ein Raum? Gibt's ja auch irgendwo einen Raum, der nach Labor wirklich aussieht? Ich hörte sich ungesund an. Chemical Storage, okay, das war wahrscheinlich das, die andere Tür. Auf der anderen Seite von der Halle. Könnte es sein, ja, da muss eine Tür sein. Das wird wahrscheinlich die da gewesen sein. Okay, da hinten ist ein ganz gutes Versteck, fällt mir gerade auf. Ja, dann so zur Seite nehmen oder so. Merken, merkt euch dieses Versteck. Ich verlasse mich auf euch. Und hier machen wir doch ein bisschen Licht. Licht. Nur da hinten nicht. Und jetzt, weil wir komplett gaga sind, schauen wir nach, was den Sound verursacht hat. Oh, langsam habe ich doch Angst. Ja, lecker! Wow! Fick dich! Scheiße! Den Arm nehmen wir mit. Oh, der hat ein Gelenk. Hey! Wo bist du? Da bist du auch. La 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 la. Hey, jetzt kann ich winken. Hallo. Das sieht aber auch bescheuert aus. Ich habe hier noch ein Glas. Warum soll ich drehen?
Jetzt halt. Wir haben das Blut, jetzt brauchen wir den Rest. Okay. Meine Fresse, in Wasser werde ich ernsthaft paranoid. Ja, genau, Chemical Storage. Soweit, so gut. Hier mache ich, glaube ich, wieder einen Schnitt. Genau. In der nächsten Folge gehen wir da rein.